Feurio, hier bei Louis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Omega Rubin zusammen mit Miri. Hallo. Die mir tatkräftig oder auch weniger tatkräftig zur Seite steht. Wir sind in der Graphicport City geflogen. Wir sind gefahren. Oh nein, das ist diesen blöden Markt. Weil diese Gangster das U-Boot klauen wollen. Ich weiß noch nicht mal, wo es war. Warte mal, hier gab es irgendwo einen Hafen. Da, hallo du. Warst du das? Bla 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 bla. Das müsste hier gewesen sein. Die Schifferei. Wir müssen das auf jeden Fall verhindern. Hä? Hier sind alle ganz normal bei der Arbeit. Ich werde sehr schnell seekrank, deswegen helfe ich lieber an Land aus. Hey, die Blödmann, nein, die wollen dein Schiff rauen. Okay. Das ist nicht das U-Boot, oder doch? Es sieht alles normal aus hier. Freunde! Das ist auch nicht das U-Boot, oder? Guck mal, das ist ein normales Boot. Das wollten die bestimmt nicht klauen. La la la. Na, dann suchen wir mal, wo das richtige Boot ist, was sie klauen wollen. Weil sie haben ja der Anführer der Bösen. Ja, der Anführer der Bösen. Mr. Magma. Oder Mr. wie auch Magma. Immer. Wie soll Mr. ich den denn Müll? Nennen? Mr. Müll. Ja, der ist wirklich Mr. Müll. Er hat gesagt, er will hier ein U-Boot klauen. Also müssen wir jetzt mal rauskriegen, wo dieses blöde U-Boot ist, damit er es nicht klaut. War das in dem Museum? Nein. Nein, oder? Wenn ich das nur wüsste. Das ist ein bisschen schwierig hier in dieser Version von Pokémon. Man kann halt wirklich immer sich verlaufen, verfliegen, verrennen, vertun und so weiter. Weiß halt immer nicht, wohin. Hier war doch dieser mega tolle Leuchtturm, ne? Oh ja, der Riesenleuchtturm. Der aussieht wie eine dicke Straßenlaterne. Genau. Freunde, wo ist denn der hin? Ach nein, ich wollte nicht an den Strand. Wollte ich an den Strand? Weiß ich nicht, ob du da hin wolltest, das musst du doch wissen. Wo muss ich denn hin, Miri? Ja, an den Strand. Na, wirklich? Du bist doof, du bist keine Hilfe. Aber du hast gesagt, ich unterstütze dich tatkräftig. Ja, dann tu es auch tatkräftig. Mach ich doch, ich gebe mein Bestes. Sag mir mal, wo ich hin muss. Nicht dahin. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Nach rechts. Hier war ich da schon, da ist ja nur das Blöde. Okay, gefunden. Ja, genau, wir haben natürlich vor, unsere Forschungsarbeiten fortzuführen. Das ist wunderbar, Captain Brick. Vielen Dank, dass Sie trotz Ihrer vollen Terminpläne für uns Zeit gefunden haben. Wir hoffen, Sie bald wieder zu neuen, aufregenden Funden interviewen zu dürfen. Oh nein, blöde Interviewtypen, die wieder keine Ahnung von gar nichts haben. Puh. Das war das erste Mal, dass ich fürs Fernsehen interviewt wurde. Für euch vielleicht nervös. Tschüss. Oh, wen haben wir denn hier? Ich habe große Neuigkeiten. Wir haben bei unserer letzten Tiefsee-Expedition eine großartige Entdeckung gemacht. What? Es handelt sich dabei um eine Tiefseehöhle auf Route 128. Wir glauben, diese Höhle ist der Unterschlupf eines als längst ausgestorbenen geltenden urzeitlichen Pokémon. Oh, darf ich damit hin, bitte? Ich hoffe, Sie können mich hören, Captain Brick. Wir von Team Magma werden nun Ihr U-Boot kapern. Sie können stolz auf sich sein, Captain. Ihre Erfindung wird eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung der Menschheit spielen. Ist doch gut. Was ist falsch mit dem? Wo ist denn der? Ich sehe ihn gar nicht. Ist er schon unter Wasser? Hast du die Stimme eben gehört? Nee, ich bin taub. Die klang, als kämen sie aus einem Megafon. Aber wo kam sie her? Bestimmt von der Anlegestelle. Ich muss schnell zu meinem U-Boot. Jemand versucht es zu stehlen. Komm bitte mit mir. Oh nein, ich hoffe, das ist jetzt kein Labyrinth in dem Haus. Diese blöden Gangster. Hallo? Da, natürlich sind sie das. Diese Rüpel. Das sind doch dieselben Schurken, die im Museum versucht haben, die Dämonenware zu stehlen. Wow, früh gemerkt. Bist du extra den weiten Weg vom Pyroberg bis hierher gekommen? Dafür ziehe selbst ich den Hut. Aber es ist bereits zu spät. Ihr könnt uns nicht mehr aufhalten. Mit ein paar kleinen Modifikationen wird uns dieses U-Boot den Weg zur Tiefseehöhle ebnen. Dem Ort, wo es schlummert. S? Oh nein, die haben Stephen Kings S geguckt. Nein, ich will da nicht hin. Die sind gefährlich. Ich habe Angst vor Clones. Oh. Endlich geht der Team Magma-Plan der Menschheit zu ihrer ultimativen Entwicklungsform zu verhelfen. In die letzte und entscheidende Phase über. Menschen können sich auch entwickeln? Wahrscheinlich. Jeder Widerstand ist zwecklos. Wenn du trotz allem versuchen willst, uns aufzuhalten, dann komm in unser Versteck in Segrasulp City. Und jetzt entschuldige, was? Da war ich gerade, die Dovis Kalle, wenn ich bitten darf. Aye, aye, Sir. Mac, Sir. Ich,
Kümmert euch um ihn, meine Untergebenen. Sir Mark und ich werden mit dem U-Boot fliehen. Haltet ihn uns so lange vom Leib. Roger, Roger. Was? Es geht los, Sir. Hier entlang, bitte. Gut. Aber unser U-Boot. Und warum hat er mir verraten, wo ich hin muss, um ihn aufzuhalten? Das ist, so ist das nicht nett von ihm? So dämlich. Ja, ja, ist super nett von ihm, dass er mir sagt, wie dumm man sein muss. Naja. Mir geht's gar nicht darum, dich hinzuhalten. Ich will dich nur dazu bringen, das Handtuch zu werfen. Oh, nett. Ja, siehst du, er will dich gar nicht hinhalten. Nein, nein, er will mich nur umbringen. Mit einem Pokémon. Weißt du, ich würde einfach meine ganze Pokémon-Armee hinschicken, hätte ich alle mit aufhalten können. Aber nein. Oh, stimmt, wir haben ja einen... Ach nein, das ist ja gar nicht die Nuzlocke. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja auch ein Hundi. Ein Puccienna. Ein Puccienna Magnaien. Haben wir noch nicht, ne? Das ist noch nicht entwickelt. Oder ist es das schon? Ich weiß gar nicht. Nein, nein, das ist die Vorentwicklung. Aber wir wollen ja nicht zu viel spoilern, ja? Wir wollen nicht zu viel spoilern. Nicht, dass die Leute bei mir gucken und dann sich wundern, hä? Wovon reden die? Da sind die doch noch gar nicht. Oh Mist. Itemsperre. Oh nein. Ich hab so Angst davor. Kann keine Items einsetzen. Oh, böse, böse, böse. Huch, könntest du dich nicht einfach bewegen? Entschuldigung, dass ich mich an meinem Sofa bewegt habe. Kommt nicht wieder vor. Yay, Altarierer. Altari. Ich werde das nie aus dem Kopf rauskriegen. Altari erreicht Level. Hoffentlich kriegen wir das nicht in der Nuzlocke. Da gehe ich weinen. Warum? Weil ich den Namen nicht richtig aussprechen kann. Rüpel von Team Magma wurde besiegt. Ich werfe das Handtuch. Ja. Ich dachte, er will, dass du das Handtuch. Ja, ja, aber das hat er ja nicht geschafft. Er ist unfähig. Also gewesen. Wirft er jetzt das Handtuch. Ja, der ist ein Early Boy, weißt du, der ist einfach mega unfähig. Wer hätte das gedacht? Nun bin ich es, der das Handtuch werfen muss. Wie oft will er das noch sagen? Ja, wie so oft bleibt es dann wohl an mir. Mein Zeichen, Elite-Mitglied von Team Magma, häng dich von deiner Erfolgsspur. Meine Zeichen, Elite-Mitglied von Team Magma, hängen dich von deiner Erfolgsspur abzubringen. Was für ein Satz, ich habe ihn nicht verstanden. Vielleicht auch schlecht übersetzt oder ich habe ihn falsch vorgelesen. Nein, jetzt ist er dran, dich. Ach nein, sie. Entschuldigung, dass ich dir eine männliche Stimme gegeben habe, aber... Du wirst es mir verzeihen, wenn ich dich platt gemacht habe. Und die misshandeln einfach dieses süße Kamaub dafür, für ihre bösen, niederträchtigen, hinterhältigen, blöden Pläne. Oh, du findest Kamaub süß? Ja. Okay. Eine kleine Schildkröte oder sowas in der Art auf jeden Fall. Ein Kamel... Oh nein, jetzt verflucht er mich. Na, supi. Oder auch nicht. Hä? Aber ich dachte, Fluch würde mich verfluchen. Nein, das ist nur bei Geister-Pokémon. Nur da ist Fluch, hat Fluch die Wirkung. Ansonsten werden die Stats einfach nur gebufft. Ach so? Echt? Ja. Also das heißt, wenn man ein Geister-Pokémon hat und das Fluch einsetzt, dann kommt dieser Effekt raus, aber... Ja, richtig, aber ansonsten... Nicht. Okay, habe ich wieder was gelernt. Ich finde, ich habe es auch sehr gut gemacht, bei Pokémon Omega Rubin ein Wasser-Pokémon zu nehmen, weil die Gegner ja hauptsächlich Feuer-Pokémon und so weiter. Ja, weil du ja Team Magma hast. Wenn ich jetzt hier ein Pflanzen-Pokémon hätte, dann wäre mein Starter auf jeden Fall nicht so sinnvoll. Wahrscheinlich ist es bei Alpha Saphir ähnlich gewesen, nur dass du da halt einen Pflanzen-Pokémon nehmen solltest. Ja. Und was hast du genommen? Unmöglich, wie kann das sein? Kein Pflanzen-Pokémon. Nein, doch, warte, natürlich hatte ich Gewaltro. Du weißt es schon nicht mehr. Doch, sonst nehme ich nur immer den Wasserstand. Ja, 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 ja. Nur in der Edition nehme ich halt Reptaden. Gewaltro. Gewaltro, genau. Weil das am coolsten ist. Wie um alles in der Welt konnte ein Elite-Mitglied, wie ich nur von der Erfolgsspur abkommen. Aber, Mission abgeschlossen. Sein Anführer und Kalle sind entkommen. Es wird Zeit, dass wir zum Versteck zurückkehren. Ich möchte den anderen dabei helfen, die nötigen Modifikationen am U-Boot vorzunehmen. Du sprichst mir aus der Seele. Ich bin auch gespannt, um was für Änderungen an dem U-Boot vorgenommen werden müssen. Da will ich unbedingt mit eigenen Augen sehen. Tschüss. Wo ist... Nicht Rocky. Wie heißt die? Doch Rocky. Ja, bestimmt meinst du Rocky. Nein, meine ich nicht. Weiß ich nicht. Officer Rocky. Officer Rocky. Ja, ja. Warum hat sie nicht da? Die ist nie da, um sie aufzuhalten. Nur in der Serie immer. Was haben die da gesagt? Wir sind im Übrigen, falls es euch interessiert, im Pokémon in der zweiten Staffel angekommen. Bei Folge knapp 100 oder so sind wir. Von 800 schieß mich tot. Wir haben es bald geschafft.
Ja, so gut wie. Die wollen doch nicht wirklich mein U-Boot umbauen. Mein U-Boot, das Tiefseeforschungs-U-Boot 1. Wie 1? Es gibt noch ein zweites. Ich will das einfach nicht glauben. Sie haben es tatsächlich auf das urzeitliche Pokémon abgesehen, das am Meeresgrund schlummert. Badui, es tut mir leid. Das U-Boot, das diese Kerle gekabert haben, könnte die ganze Welt ins Unheil stürzen. Oh gut. Die Auswirkungen wären katastrophal. Wir müssen sie aufhalten. Irgendjemand muss ihnen bis in ihr Versteck... Warum ist das eigentlich grün markiert, blau markiert? Kann ich das anklicken? Ja, dass du das auf keinen Fall verpasst oder hin musst. In Segrasulp City folgen. Aber ich bin dafür nicht stark genug. Hilfst du mir, Badui? Nö. Ich kann dich bis nach Segrasulp City bringen. Dort soll sie ihr Versteck befinden. Ich fürchte, sie wollen mein U-Boot für etwas Schlimmes einsetzen. Könntest du deinem Pokémon mir helfen? Wie oft wir das noch fragen? Ja. Danke, dann werde ich sofort ein Schiff bereit machen. Okay, haben wir noch eins? Hat der Kater danach gepfiffen? Ja, ist klar, sah so aus. Komm, kleines U-Boot, komm. Komm, bring die beiden Bekloppten nach. Nein, doch nicht, er hat seine Empfangsdame gerufen. Ach so. Dann nach der hat er gepfiffen. Ich weiß nicht, wo wir da hingekommen sind. Ich sehe kein Schiff, gar nichts. Wir sind in Grisalsulp. Dieser Name, ne? Seegrasulp City angekommen. Wie heißt es wohl im Englischen? Seaweedsulp? Seaweedsulp. Seaweedsulp. Irgendwo in dieser Stadt muss das Versteck dieser Verbrecher sein, die sich das U-Boot unter den Nagel gerissen haben. Meine Hoffnungen ruhen auf dir, Balui. Ich werde zur Anlegestelle von Graffiport City zurückkehren und mich mit den Folgen dieses Vorfalls auseinandersetzen. Ja, tschüss. Lass mich halt wieder alleine. Tschüss. Und was kann ich jetzt? Kann ich mit der Tante reden und zurück wollen? Ja. Möchtest du auf die Fähre? Tut mir leid, die steht im Moment nicht zur Verfügung. Boah, voll gemein. Ja, möchtest du da hin? Ja. Darfst möchtest du aber nicht. Möchtest du, aber geht leider nicht. Nö. Oh, da ist so ein Schwuchtel. Hallo. Was? Solange die Fähre da nicht als seetüchtig geht, ist für uns Matrosendäumchen drehen angesagt. Ich wünsche die gut, in der Werft von Graffiport City kämen mal etwas in die Gänge. Er sah schwul aus, Entschuldigung. Ja, ist ja nicht so böse. Okay, das war der Hafen hier unten. Okay, das Gebäude hatte ich ja auch gesehen, da bin ich nur noch nicht hingegangen. Da kann ich ja jetzt, oh halt, verlaufen. Ins Schiff, Quatsch, jetzt kann ich wahrscheinlich zu den Gangstern da runter. Ja, jetzt sind wahrscheinlich die Fische weg. Die Fische weg? Ach so, warte. Die Weilmeer, ja. Nein, ja, ja. Stimmt, die sind erst weg, wenn du damit fertig bist, oder? Die sind immer noch da. Du, weißt du, wo die Höhle ist? Nein. Kann ich dir helfen? Nein. Okay. Wo ist sie? Nö, ich helfe dir nicht. Oh, bitte. Im Wasser ist sie. Oh, das ist eine Höhle. Guck, du hast sie ganz alleine. Ja, wow, die war so. Die war gut versteckt. Geheimnisvoll. Ne? Ja. Deswegen habe ich sie beim ersten Mal. Hätte ich schon beim ersten Mal hingehen können. Na egal. Hat nur nichts gebracht, wow. Weil noch nichts war. Das sieht ja mal amazing aus. Los! Halten wir die Bösen auf. Warum haben die so eine coole Höhle? Alter, der Eingangsbereich, ne? Gar nicht dekadent und das als Eingang. Oh, das ist unsere geheime Höhle. Da haben wir eine Kleinigkeit reingebaut. Ja, siehst das. Oh nein. Was? Teleporter. Ja, super, oder? Wer um alles in der Welt kam auf die dämliche Idee, Teleporter in Pokémon einzuführen? Wer? Wer möchte deswegen gehauen werden? Jeden Tag um 11 Uhr versammeln sich hier alle Mitglieder von Team Magma, um den weisen Worten von Mark, unserem Anführer, zu lauschen. Jeden einzelnen Morgen. Oder der ist ja scheint ja glücklich zu sein bei Team Magma. Hallo? Hallo du? Oh, verdächtige Person gesichtet. Oh oh. Das scheint Alarm. Alarm, Einbrecher. Was hast denn du? Oh, Smogon. Wow, dich hat er schon lange nicht mehr gesehen. Smogon. Oh, ich würde gerne ein Pokémon synchronisieren. Was bin ich? Altaira. Du bist ein Vivian Slimog. Was? Nein. Du bist ein Unrat Tytox. Boah, voll der harte Diss. Nein, nicht Finale machen, das macht eh keinen Schaden. Du bist ein Relaxo. Ich geb dir gleich Relaxo. Ich weiß, dass du ein Nachtara sein willst, aber weil du so böse bist, bist du es nicht. So. Du bist ein Relaxo. Nein, bin ich nicht. Doch. Come out! Oh Mann. Ich habe so viel Auswahl an Pokémon. Ich bin so neidisch auf dieses Team. Gut, dass ich wenigstens mehr als 3 Pokémon zur Auswahl habe. Ich habe 6.
Und die alle, die ich gefangen habe. Oh. Entschuldigung, Kamaub. Ist nicht persönlich gemeint, aber geh mal schwimmen. Schade, dass die Kämpfe nicht wie in der Serie ablaufen. So, dass du einfach eingreifen kannst und so. Oh, jetzt weich aus! Auch wenn du eigentlich nicht ausweichen kannst, aber weich aus! Ja, ja. So in der Art. Das wäre schon cool. Grr, ich hab verloren! Natürlich, ich muss mein Gemälde wieder reinholen. Gib mal mehr Kohle rüber. Den Kaffee haben wir, ich fuck, ich verloren haben. Dein wunderschönes Gemälde. Ja. An der Wand hängt ein Großbildfernseher. Den würde ich mitnehmen. Tja, ihr Lieben, aber das war's mit der heutigen Folge. Ja, ich muss mich durch dieses komische Geheimlabor kämpfen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schaltet morgen wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wie oft du dich verläufst. Blöd, Mann. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.